Einem unbekannten Maler sei Dank für das einzige Porträt, das ihn zeigt, den Erfinder des Thüringer Porzellans. Das ist die Handschrift des Georg Heinrich Macheleit, der 1760 auf der Heidecksburg vorstellig wurde, wo er prompt das alleinige Privileg bekam, sich mit fürstlichem Holz zu versorgen, um Porzellan herzustellen. Hier in Sitzendorf hat Macheleit laboriert, fand den Dreh raus, aus einem Gemisch von Sand, Kaolin und Feldspat erstaunliche Kunstwerke zu formen. Ja, unter Zuhilfenahme von reiner Baumwolle sogar Spitzenröckchen zu zaubern. Und wir brennen bei 1200 Grad und da verbrennt die Baumwolle, die vorher eingestrichen wurde. Und es bleibt übrig das Porzellan. Also wenn man es weiß, ganz einfach. Aber es können nicht mehr viele. Können nicht mehr viele, nein. Macheleits Erfindung wurde zu einem Exportschlager. Um 1900 gab es über 300 Porzellanmanufakturen im Land. Daran wird erinnert während der Festwoche für den Thüringer Erfinder des Weißen Goldes. Unter anderem in den Porzellanwelten auf der Leuchtenburg. Im Museum der Porzellanstadt Pößneck, in Rudolstadt unter der Heidecksburg und oben im Thüringer Wald, wo Macheleits Wiege stand, wird es ein Geburtstagstreffen geben in Kursdorf. Das war einer der wenigen Orte wahrscheinlich in Thüringen, die keine Porzellanfabrik hatten. Und auch, ich denke mal, die Kursdorfer haben ja nicht unbedingt gewusst, dass hier Macheleit geboren ist. Das hat sich geändert, seit Kathi Zorn ihr Atelier in Kursdorf hat. Auch hier entstehen Figuren, aber ganz andere als zu Macheleits Zeiten. Motto, gute Laune machen, frech und frivol. Also man hat so die Idee und die Story dazu. Also es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn die Figur dann erstmalig zurückguckt. Ne? So bleibt sie jung und modern, die alte Kunst des Georg Heinrich Macheleit.